Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. So, wir gucken jetzt mal, wie wir hier weiterkommen. Es ist zwar noch sehr viel Zeit, bis die erste Welle anrollt, aber wir müssen ja trotzdem hier schon mal vorbereiten, dass wenn da welche kommen, dass wir dann auf jeden Fall auch entsprechend die Lotsen da, so wo sie hin sollen. Ne? Auf jeden Fall, Zomboide kommen hier rein, werden dann hier hochgelotst. Hier kommen jetzt dann Stachelfallen hin. Und später, wenn ich sie bauen kann, kommen hier noch diese Pusher hin, die im Grunde die Zombies dann hier wieder runterschmeißen. So, irgendwann später, wenn ich dann so viel Material habe, dass ich dann immer sparen muss, kommen da unten natürlich auch nochmal Stachelteile hin. Ist eh immer die Frage, wo dann die Zomboiden herkommen. Ob sie von da hinten kommen, ob sie von da drüben kommen oder von da. Meistens kommen sie eigentlich von da hinten. Besser gesagt, die laufen auch von dem Hügel hierher und dann hier rum. Also die Wege sind eigentlich, ja, begrenzt kann ich nicht sagen. Ne? Weil von überall kommen sie, können sie herkommen. Die können aber nur hier rein. Deswegen liebe ich eben diese Polizeidienststelle so. So, dann schauen wir mal, was wir an Wänden bauen können. Wir können gar nichts an Wänden bauen, weil wir sehr viel Holzbretter brauchen und Holz. Baumstämme haben wir. Wand mit Tür, da brauche ich auch noch Nägel. Eigentlich bräuchten wir mehr, erst einmal auch unsere Werkbänke und so weiter. Ne? Das wäre auch erst einmal nicht verkehrt. Nicht die Spulenwerkbank. Aber die Werkbank bräuchten wir zum Beispiel. Das heißt, wir machen uns jetzt erst einmal hier ein Holz. So, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Quest? Die wollen, dass ich eine Treppe baue. Komm, ich baue jetzt mal eine Treppe, wenn das geht. Dass dieses Ding weitergeht. Mache ich die dahin oder mache ich sie? Ich mache sie gleich ein bisschen weiter vorne, weil ich glaube, ich muss hier sowieso einen Durchgang reinbauen. With it, you can transform logs into processed materials like wooden planks. Den habe ich doch schon gebaut. Das ist halt jetzt das Blöde, ne? Jetzt habe ich diesen Materialverarbeitungstisch schon gebaut und jetzt will der, dass ich den baue. Das ist übel. Warte mal. Holzbretter 4 und einmal Holz. Und nimm mal was anderes in die Hand. Ne, lass mich raus. F herstellen. Holzbretter machen wir gleich nochmal 5. Und Holz machen wir auch einmal 5. Ja, Materialverarbeitungstisch, ganz toll. Ich war eben wieder jetzt zu schnell, ne? Sieben, weg damit. The crafting bench allows you to process a wide array of resources. Ich habe den doch schon abgegradet. Oh meine Güte. Warte mal, hast du vielleicht noch zwei Ziegel für mich? Nee, du hast gar nichts. Kann ich das nicht wegmachen auch? Das Tutorial? War das nicht so, dass ich das auch ausschalten konnte? Gameplay. Favoriten. Speichern, spielen, Funk überspringen. Zielhighlight, nee. Questmarker, Moment. Deaktivieren. Ich glaube, das. Nee. Ich will das Tutorial ausschalten, weil das nervt mich nämlich, dass das hier die ganze Zeit. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, ist, dass das jetzt halt hier mal drin ist. Dass ich da nicht wieder Ewigkeiten jetzt die Koordinaten suchen muss. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz, mehr Stein und alles. Wir brauchen auch mehr Werkbänke und alles. Die Werkbank kann ich jetzt bauen.
die snappt leider da. Okay, dann baue ich dich jetzt dahin. Die werde ich später sowieso wieder wegbauen. Herstellen. Stoffigummi, Plastik, Benzin. Ja, das, da brauchen wir das Upgrade dazu. Dünger, natürliche Pestizide, Klebeband. Kann das ausgeblendet werden? Das war doch sonst nie. Und das sind irgendwelche Steinstatuen, okay. Nimm mal die 7 in die Hand. Kann ich dich upgraden? Nein, kann ich nicht. Da brauche ich einen Eisenbarren und einen Nagel dazu. Oh, warte mal. Eisenbarren kann ich ja hier herstellen, glaube ich. Oh, ich kann Eisenerz herstellen. Aber warte mal, das da kann ich noch nicht herstellen, weil ich ja den Eisen... Okay, was brauchst denn du zum Upgrade? Du brauchst noch einen Ziegel. Fehlen mir Steine dafür. Stein kann ich herstellen. Wie viel brauche ich da? Einen. Nee, 5. Ist das doof. Ich brauche doch nur einen. Okay, herstellen. Upgrade. Ziegel herstellen, ja. Jetzt warte doch mal. Eisenbarren herstellen. Eisenerz. Wie viel kann ich da machen? 2. Okay. Schauen wir mal, ob ich den upgraden kann. Nee, wir müssen los. Mädel, wir müssen los. Wir müssen Sachen holen. Wir entleeren uns jetzt erst einmal mit allem, was wir so haben, außer vielleicht Munition. Reparatursatz brauche ich jetzt gerade nicht. Die Pistole ist noch gut. Die Energieriegel lasse ich einstecken. Die tue ich mir vielleicht mal hier auf die 8. Klebeband, Plastik. Das Forschungsmaterial behalte ich einstecken. Weil das stackt ja recht hoch. Sondern tun wir das noch alles raus. Wunderbar. So, jetzt einmal bitte dich leer. Dir lasse ich die Sachen, die du hast. Schauen wir mal, was wir hier noch reinkriegen. Gar nichts. Ja, ich schaue da immer nicht drauf dann, was da drüben noch reingeht oder was nicht. Okay, was brauchen wir für die Kiste? Da braucht man Nägel, ne? Kann ich Nägel herstellen? Ne, das ist der Waffentisch, den brauchst du gar nicht hier. Auch nicht, weil die Nägel waren da hergestellt. Jetzt bin ich wieder am Tische hüpfen. Nägel. Bretter. Hölzer. Schauen wir mal. Kiste. Bitte eine herstellen. Ich weiß aber nicht, warum die blau leuchten. Ich habe keine Ahnung. Öffnen. Tun wir das Benzin noch raus. Und dann tun wir hier noch die Sachen raus, die wir jetzt da haben. So. Dann sind wir 2 leer. Ach so, das hat was mit dem Hammer zu tun. Deswegen, dass man das wahrscheinlich farbig sieht, was man upgraden kann. Ist in Ordnung. So, komm mal mit Ella. Ella? Ella. Ella, Ella. Achso, uns wird jetzt angezeigt, ne, wo die Forschungsstation ist. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt unbedingt hin soll. Mir ist es jetzt eigentlich wichtiger, erst einmal den Aufbau zu machen. Wo ist jetzt meine Axt? Jetzt habe ich schon gedacht, die habe ich zurückgelassen.
So, Bäume fällen. Bäume fällen, Steine schürfen. Und Eisen ist natürlich auch gut. Und die Bäume haben das immer so geschickt drauf, dass die immer genau dahin fallen, wo ich dann gerade irgendwas machen möchte. Also das heißt, den nächsten Baum zu fällen, den nächsten Stein zu klopfen. Es kann sich echt nur um Stunden handeln, ne? Wenigstens den Schraubenschlüssel schon hätten, ne? Dass ich dann auch Autos zerlegen kann, weil das ist ja auch wichtig. Ich glaube, wir müssen in diese Villa rein. Ist es die Villa oder ist es das Schulgebäude? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das ist die Villa. Villa ist natürlich auch ein genialer Platz, weil da hast du nämlich auch da vorne nur das Tor, ne? Wo die Zomboiden reinkommen. Na komm. Wir brauchen alles an Ästen und Blättern, auch was geht. So, ne, Axt. Lass dich nicht erwischen von mir. Nee, nimm die zwei in die Hand. Die fünf. Das haben die einfach nicht geändert, ne? Mit dem, dass man dann ins Leere im Grunde haut, wenn da mal ein Steinbrocken drauf liegt. Knurrt. Du könntest gerne Steine einsammeln, wenn du willst. Eine große Hilfe bist du nicht, ne? Na also, geht ja doch. Gehen wir mal davor, weil da vorne sind nämlich auch viele Steine. So, schauen wir mal kurz hier rein. Charakter. Stärke würde ich sagen. Ja, das muss ich noch ausbauen. Ah. So, wenn man den letzten Spielstand noch in Erinnerung hat, wo man wirklich jeden Baum mit einem Schlag und auch Steine oder sowas, ne? Ein Schlag und zack, waren sie weg. Jetzt wieder mühselig nach oben arbeiten. Let's take it easy. Ich weiß nicht, ob ich da vorne mal rein soll. Man bekommt ja auch sehr viel Loot aus den. Ah, nee, da möchte ich jetzt erst einmal nicht rein. Man bekommt ja auch sehr viel Loot aus den Gebäuden, wollte ich noch sagen. Achso, die zerlegte Box. Ja, ist gut. So, einmal die 5 bitte.
Dann machen wir mal hier das Eisen weg. Dann müssen wir schauen, den Forschungstisch, dass wir den vielleicht noch als nächstes bauen. Weil ich kann mit Sicherheit irgendwas bei skillen, was in Richtung Abbaugeschwindigkeit oder sowas geht. Stück Eisen, Kupfererz, Eisenerz. Steine brauche ich aber auch. Es ist zwar schön mit Kupfererz und Eisen und Stücken und so, aber Steine brauchen wir ja auch. Ja, ist gut. Warte mal, kannst du was essen? Hier die Kirsche kannst du essen. Vielleicht einen Apfel noch? Den Apfel auch noch? Naja, gut. Da müssen wir dann richtig kochen. Das heißt, Tierfallen muss ich noch unbedingt aufstellen. Da darf ich nicht drauf vergessen. So, da kriegen wir wenigstens jetzt so ein bisschen Kalk, glaube ich, und auch normalen Stein. Samen ist auf jeden Fall auch gut, wenn wir jetzt halt noch mitbekommen. Level Up Nummer 9. Was war das jetzt? War das jetzt mein Magen oder ist da ein Bär? Pilze sammeln. Warum sammelst du nicht, während ich klopf? Das wäre doch auch sinnvoll. Okay, lass mal gucken, was wir haben. Schwefel. Kupfer, Eisen, gerade mal 23 Baumstämme, das ist halt gar nichts. Tja, das wird wohl ein sehr farmlastiger Part heute. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt halt mal die Typen da vorne und machen mal den Laden da leer. Vor allem die droppen ja auch irgendwas. Alles gut. Ja, das geht auch ganz gut. Hast du jemanden entdeckt? Lass uns da rein. Ich möchte eher mal gucken, was es da zu kaufen gibt. Ah, hier gibt es Essen und sowas, aber da braucht man natürlich dann diese Münzen für, ne? So. Servusle. Yeah. This is necessary.
Wo? Ach, da drüben. Ja, dann komm her. Na also. Geht ja schnell. Schauen wir mal, was da drin ist. Finden. Alles nehmen. Dann kannst du nämlich zerstören. Ich hoffe zumindest, dass du das magst. Dankeschön. Gummi. Achso, da geht's wieder raus. Okay. Dann machen wir da auch wieder zu, weil will ich jetzt nicht. Also mal gucken, ob hier noch irgendwo Zomboide rumhüpfen. Da eine Toilette, da ist glaube ich ein Brecheisen drin oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall mal drin. Einzelnes Brett. So, da ist nichts. Du kannst gerne hier rein. Du kannst gerne zerlegen. Dünger. Ist irgendwo außen. Da haben wir nichts. Ah ja. Ne? Ich drücke immer auf die falschen Tasten. Autsch. Ella hat jetzt auch Level 9, okay. Kann ich jetzt eigentlich hier auch irgendwas rausmachen aus dem Regal? Nee. Okay, was haben wir hier noch? Essen ist auf jeden Fall gut. Muss ich auf die Seite gehen? Ja, die KI, die braucht ein bisschen noch, glaube ich. Da müssen sie noch irgendwas machen. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn sie nicht unbedingt die Sachen dann zerlegt, die ich zerlege. Das wäre schon mal ganz gut. Und dass sie eben auch um mich außen rum gehen kann. Ne? So. Nee. Zulassen. So, hier haben wir dann nichts mehr. Da haben wir dann alles. War auch nichts mehr zum Zerlegen. Gut, dann machen wir mal außen die Mülltonnen. So ist es schön, ne? Ich tue das durchsuchen, sie zerlegt dann das Teil. Also, sie ergänzt auf jeden Fall nicht einen Koop-Player, das auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und bauen den Forschungstisch. Das wäre jetzt mal eine Sache. Aber vorher noch, natürlich noch hier ein bisschen plündern. Immerhin, was weg, das weg, ne? Es respawnt ja nichts, außer des Naturzeugs. Irgendwann haben wir dann auch die Autos abgebaut, alle. So, schauen wir mal hier noch wegen Münzen. Ja, kannst du doch. Schnauf durch, wenn du willst. Warte mal, ich mache mal das da leer, weil dann kannst du vielleicht den Eimer gleich zerlegen. So, hier würde ich sagen, stelle ich
Obwohl, das könnten die zerstören auch wieder, ne? Aber ich würde sagen, dass ich hier ein Fundament hinstelle. Tiefer. Weil uns, mir geht es ja nur darum, dass wir auch reinkommen hier. Obwohl, eine Rampe ist immer besser, ne? Eine Rampe ist, glaube ich, immer besser, wenn man baut. Weil da kann ich dann nämlich nach oben rennen und einfach rüberspringen. Muss ich jetzt mal gucken, ob das ausreicht hier vom Abstand. Es könnte halt sein, dass die mir das kaputt hauen, ne? Das ist das Einzige. Bist du soweit? Ah, verdammt. Ja, warum kannst du da nicht drüber springen? Ne, das haut nicht hin. Okay, wieder was umsonst ausgegeben an Material. Das Dumme ist halt, dass wenn ich jetzt da eine Rampe zu nah dran baue, dass die dann eben da auch drüber kommen, ne, die Zomboiden. Nimmst du den Karton? Okay, dann nehme ich das. Ich muss einfach auch höher springen können, ne? Das ist das andere. Na gut, wir laufen wieder vorne über die Parkbänke, das ist zumindest etwas. Ja, mal die Dinger kann ich nicht zerstören, oder? Ja, Schraubenschlüssel. Okay, also. Schauen wir mal, ob wir den Forschungstisch bauen können. Das wäre auf jeden Fall auch schon mal was. Wir können auf jeden Fall den Küchentisch bauen. Genau, den snappen wir einfach jetzt dahin, weil später werde ich sowieso das Ganze anders machen. Und hierfür brauche ich noch 4 Nägel. Dann machen wir nämlich jetzt mal den Forschungstisch hier daneben. Vielleicht habe ich Glück und kann die Sachen erforschen zumindest, die mir jetzt halt weiterhelfen. Forstarbeiter zum Beispiel. Zusätzlicher Schaden an Bäumen 5%, kostet 25, mach mal. Anfänger Porter, 12 Plätze mehr, auch auf jeden Fall. Angler, Baumeister, was ist Baumeister? Upgrade-Geschwindigkeit 20%. Bauengeschwindigkeit, okay, das muss jetzt noch nicht unbedingt sein, aber das später hier wird es auf jeden Fall interessant, auch mit dem Abbrucharbeiter, ne? So, der nächste Porter kostet dann schon hier das Gymnastikbuch, erhalten bei der Fabrik, war da nicht sonst immer die Ding dabei gestanden, die Koordinaten? Da habe ich mich drauf verlassen, weil ich wollte nicht mit irgendwelchen Maps oder sowas arbeiten aus dem Internet. Okay, das ist Zerstörung von Steinen plus 5%, das können wir auf jeden Fall machen. Minenarbeiter. Okay, da brauchen wir allerdings 100. Da brauchen wir das Buch. Kirche, okay, bei der Kirche können wir mal vorbeischauen. Und da brauchen wir auch noch, ja okay. Meister, was ist der? Auch nochmal 5%. Okay, bei den Fertigkeiten. Wir müssen sowieso den Ingenieur lernen, dass wir dann die Fallenmaschine und so weiter bauen können. Ah, und da haben wir den Schraubenschlüssel. Okay, und da brauchen wir Polymerchemie. Was? Forschen, Ingenieur, erhalten, Kontrollpunkt. Welchen Kontrollpunkt? Puh. Kampf, Angriffssoldat, Schaden plus 2, Angriffstempo. Das könnten wir noch machen. Ja, gut.
Also es sind auf jeden Fall schon mal einige Sachen, die wir jetzt abgegradet haben. Aber ist natürlich bei weitem noch nicht alles, was ich eigentlich upgraden will, ne? Ganz klar. So, vielleicht so hinstellen, dass man uns beide sieht. Ja, bleib mal da stehen. So ist doch das ganz gut. Okay, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.